Und damit hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Und man sieht ja eigentlich schon, was heute dran kommt. Und zwar ist das Ganze eine Möglichkeit per Software. Also du brauchst keine Capture Card oder so, Videospieleinhalte von dem New 3DS auf den Computer zu streamen. Und das funktioniert natürlich nur mit Original 3DS Spielen, aber auch nur mit dem New 3DS, weil der New 3DS eben mehr Power hat, um das Ganze zu verarbeiten. Und man sieht auch schon oben, dass die Qualität und die FPS eigentlich relativ gut gehen. Ab und zu deckt es noch ein bisschen, aber ich hoffe, dass es noch in nächster Zeit wieder behoben wird. Oder gefixt wird. Das hängt auch immer, also wie viel es deckt, hängt auch immer davon ab, wie viele Sachen denn jetzt gleichzeitig im Netzwerk gemacht werden und per WLAN oder per Kabel und so. Zum Beispiel ist gerade mein Rechner, also mein Hauptrechner, per LAN-Kabel an den Router angeschlossen und der 3DS per WLAN. Und das wird eben auch empfohlen, um möglichst hohe Framerates rauszubekommen. Ich hatte teilweise schon bis zu 40 FPS, aber dann können wir es ja auch mal einfach ausprobieren. Und ich dachte mir, was gibt es denn stilechteres, als einfach mal Cubic Ninja zu spielen? Und da ist die Framerate doch schon relativ stabil. Gerade hier im Hauptmenü gibt es auch häufiger mal irgendwelche Farbprobleme oder so. Und auch die Framerate, die bricht manchmal noch ein. Und das erste Level habe ich schon gespielt. Dann können wir auch gleich das zweite Level spielen. Und es ist natürlich viel angenehmer, den 3DS so einfach in der Hand zu halten, ohne irgendwelche USB-Kabel oder so für die Aufnahme, als eben mit USB-Kabel. Wobei diese NTR oder diese Netzwerkaufnahme auch ein paar Probleme hat. Zum Beispiel hat es gerade eben geleckt, als ich eine Skype-Nachricht bekommen habe. Und ich bin jetzt bei einer Qualität von 19% und 20 oder 10 FPS. Aber langsam geht das auch wieder hoch. Es hängt ja auch immer davon ab, wie viel Bewegung im Bild ist. Das heißt, wie viele Daten übertragen werden müssen. Denn je weniger Bewegung man im Bild sieht, desto weniger neue Daten müssen noch übertragen werden. Weil weniger Pixel geändert wurden und das hat was mit Komprimierung und so weiter zu tun. Aber jetzt bin ich auch schon wieder bei 30 FPS. Und das ist auf jeden Fall ganz cool. Jetzt muss ich halt noch zeigen, ob das Ganze auch wirklich praxistauglich sein wird. Weil man doch irgendwie bei Videospielen keine Lags haben möchte zwischendurch. Aber und ein Tutorial werde ich dazu wahrscheinlich auch machen, wenn das Ganze in einer offiziell veröffentlicht wurde. Ich habe nämlich momentan auch Aure genannt und da habe ich dann die NTR Custom Firmware drin. Ich muss auch nochmal gucken, inwieweit das mit Gateway und so weiter geht. Da habe ich jetzt nicht so viel Ahnung von. Und es ist eben auch noch in der Beta, das heißt, es wird noch weiterentwickelt und es kann auch noch das eine oder andere Problem haben. Auch ganz cool ist es, dass schon beide Bildschirme übertragen werden. Das heißt, man verpasst auch nichts vom Spielgeschehen. Aber das war's dann mit dem Video. Vielen Dank fürs Zusehen. Bei Fragen kannst du dich gerne in den Kommentaren an mich wenden und dann sehen wir uns hoffentlich im nächsten Video wieder und ciao Kakao!